Die Ausstellung hat eigentlich zwei Hauptblöcke, wenn man es jetzt mal rein von der technischen Seite her anschaut. Oder? Das ist auf der einen Seite ist die ersten beiden Räume, wo alles Ölarbeiten zeigt. Und dann im grossen Saal hinten sieht man ausschließlich Aquarell. Und das ist ja eine Methodik, die ich sehr lange schon im Werk in der Hand habe, dass ich in beiden Techniken sehr intensiv probieren zu forschen und zu schauen, was gibt es für Lösungen, die dann auch wieder für die andere Technik ein Weiterkommen bringen. Also zum Beispiel die ganze Fragestellung von der Umkehrung von der Negativmalerei, die wurzelt eigentlich in früheren Experimenten, die ich gemacht habe mit Aquarell, was eigentlich fast automatisch dazu führt, weil das Aquarell eigentlich immer eine Technik ist, wo man vom Hellen ins Dunkle schafft und wo man quasi in den Schatten hinein schafft. Das Aquarell ist per se halt so, dass man alles muss wissen, wohin das Bild gehen soll. Es gibt immer noch genügend Überraschungen drin, aber es gibt ganz viele vorgegebene Momente in der Aquarellmalerei, wo einfach das Bild muss zuerst im Kopf klar sein, bevor ich es überhaupt auf dem Papier anfange. Bei mir ist das Öl anders angelegt, dass eine Ölmalerei eigentlich ein langsamer Prozess ist. Das ist per se gegeben durch den Trocknungsprozess. Dass ich halt sehr stark mit Schichten schaffen und auch wieder Sachen verschwinden lassen oder Übermalungen anwenden, feine Retuschierungen machen, Verwerfungen machen. Also das sind Methoden, wo man im Öl so einfach kann. Und durch das ist es auch so ein einfaches Medium, finde ich. Also es ist viel einfacher, weil man die Kenntnis hat, dass man immer wieder etwas korrigieren kann und nochmal darauf zurückkommen. Vorgehensweise war so, dass ich nach diesen Ausstellungen in London, die thematische Ausstellung Shelter und dann in Berlin die Stillleben-Ausstellung The Spoils of War, wo es ausschließlich eigentlich eine kunsthistorische Abhandlung ist über Stilllebenmalerei von einer ganz spezifischen Sammlung aus dem Ashmolean Museum in Oxford. Wenn man das als Trilogie anschaut, ist das eine Art eine Antwort wieder auf die vorhergehenden Projekte, eben Shelter in London und Ward in Berlin. Im Vorfeld von so einer Ausstellung gibt es immer eine grosse Bildersammeltätigkeit, wo ich surfe, wo ich Bilder auswählen, wo ich Bilder verwerfen und wieder. Und dann in einem zweiten Schritt gibt es die Sichtungen. Und die Sichtungen sind, ich schaue immer wieder hin und ich blättere quasi durch meine virtuellen Alben, die ich für mich anlege. Und in der Recherchenarbeit bin ich immer mehr auf die zerstörten Waldruinen gestoßen mit diesen Strünken. Die Strünke haben ja so eine mehrfache Verweisung. Also sie verweisen einerseits auf romantische Malerei, auf Caspar David Friedrich, wo der Strunk und die abgestorbenen Eichen eine bestimmte Bedeutung haben. Damit kommen wir natürlich auch in das ganze Thema rein, also eben die Beschäftigung mit der deutschen Romantik und überhaupt mit der deutschen Geschichte, wo im Werk eigentlich, seit ich in der Figuration rein mich bewege, die frühesten Sachen sind 1989 entstanden, hat das immer eine relativ wichtige Bedeutung gehabt. Und auch wenn ich mich mit historischen Themen beschäftige, sind es eigentlich immer auch Themen, wo heute genauso aktuell sind. Das Gewaltthema ist das Thema Nummer eins auf dieser Welt, wo die Leute umtreibt, wo sie vertreibt, wo zugleich aber auch so immer wieder ein Erneuerungsprozess drin ist. Und die ganze Ambivalenz ist etwas, was mich unglaublich interessant und auch für eine künstlerische Arbeit. Ja, es ist dann immer auch die Frage, wie kann ich das darstellen? Gibt es eine Form von einer Darstellung von Gewalt, ohne dass man muss mit dem Holzhammer zeigen muss? Und ich glaube, das ist möglich. Also es ist sogar viel interessanter und viel nachhaltiger, wenn man das so in einer Latenz zeigt.
wo sich letztendlich auch immer noch mit, weil es halt eine künstlerische Arbeit ist, auch mit dem Thema von der Schönheit befasst. Und dort in dieser Schnittstelle von Schönheit und Gewalt ist meiner Meinung nach eines der ganz grossen Potenziale von künstlerischem Schaffen. Es geht sicher nicht um eine Verherrlichung oder um eine Idealisierung von Gewalt, im Gegenteil, aber es geht darum, dass die Methodik angewendet wird, wo Sachen sichtbar machen. Neben diesem riesigen Format der Aquarelle hat es ein sehr kleines. Das ist ein Aquarell, das eine Landkarte ist. Man sieht eigentlich eine militärische Landkarte mit einem Aufmarschgebiet. Und man sieht einen kleinen Hinweis auf Koordinaten. Und wenn man die Koordinaten eingeben würde, dann kommt man genau auf die Stadt Ypres. Das ist die Stadt, die im Ersten Weltkrieg eigentlich Synonym ist für die totale Zerstörung, wo das erste Mal auch überhaupt auf der Welt als Kriegsmittel Nervengas eingesetzt worden ist. In diesem Bild sieht man aber eigentlich nichts außer die Koordinaten und man sieht noch das Tapeten-Pattern, das sich auch noch mal wie ein alter Fetzen ins Bild hineinschiebt. Das Anwenden von einem Bürgerstück eigentlich, es ist wie ein Synonym für Bürgerlichkeit mit dem Pattern, wo es der sogenannte gute Stuben ist. Das ist so wie ich sie anwende, eigentlich praktisch immer nur noch als Fetzen oder als Fragment und steht aber eigentlich immer wieder für einen ähnlichen Hintergrund. Bei allen drei Bildern jetzt in der Ausstellung ist sie zerstückelt. Also es ist nicht ein All-Over, sondern es ist eigentlich nur noch wie ein zerschlissenes Gitter oder wie ein abgerissenes Stück an einem zerstörten Haus. Wenn ich jetzt über Ypres geredet habe, hat es noch das Ruinenstück, das aussieht wie eine Kathedrale, wo aber eigentlich ein mittelalterliches Gebäude ist. Und zwar ist das die Tuchmacherhalle, die total zerbombt war. Und es ist eines der grössten nicht-religiösen gotischen Gebäude in Europa. Man hat das dann wieder aufgebaut nach dem Krieg, aber es ist eigentlich so wie ein Mahnmal von einer Stadt oder von einem Ort, wo das erste Mal flächendeckend die totale Zerstörung durchgesetzt worden ist. Also inklusive auch die Anwendung von Nervengas. Das eben verbindet sich wieder mit dem kleinen Aquarell von der Landkarte. Das Einführen von Schrift im Bild, das sind ja eigentlich Schrift als Zeichen. Und jetzt in dieser Ausstellung hat man die Schrift in Form von Soldatenbriefen. Sowohl englische wie deutsche. Und im grossen Saal sind es eigentlich alles Briefe vom immer gleichen Soldat. Das Konvolut von ihm ist vollständig erhalten. Er heisst Jasper. Hat auch den Krieg überlebt und die ganzen Briefe sind relativ genau erforscht worden in einer universitären Arbeit, auch über so psychische Zustände von ihm, Grenzzustände. Und im Aquarellsaal sind es ausschließlich Briefe, die von ihm kommen. Zum Teil gespiegelt und zum Teil direkt. Und es hat das besondere Problem noch gegeben, dass die Briefe in der alten deutschen Schrift geschrieben sind, also in der Süderlin-Schrift, und die ist für uns relativ schwierig zu entschlüsseln oder fast gar nicht mehr. Oder nur noch so fragmentiert. Also die Schrift ist allein schon durch die Unlesbarkeit heute für uns ist sie wie ein Bild. Wenn man in die Ausstellung hineinkommt, hat es auf der
rechten Seite ein Bild, das heisst «Der Beobachter». Und das ist nach einem Foto auch von einem Soldat, der observiert. Ich habe verschiedene Arbeiten bereits zu diesem Motiv realisiert. Eine ist ein Bezug zu einem Filmstil von Hitchcock, vom Rear Window mit Feldstecher in der Hand. Und es gibt aber auch eine Arbeit, wo ich selber mit dem Feldstecher dastehe als Jugendlichen. Es gibt ein Selbstporträt, wo ich als Bub mit dem Feldstecher in die Welt schaue. Und ich glaube, das ist so ein Sinnbild für das, was wir als Künstler quasi jeden Tag machen. Dass man observiert auch und dass man aber eben auch ein bisschen in dieser Voyeur-Rolle ist. Man ist nicht Teil drin, sondern man ist außerhalb und schaut hin. Was in diesem Bild jetzt in dieser Ausstellung spezifisch ist, ist, dass der Beobachter eigentlich sich selber beobachtet. Er sieht nämlich einen Spiegel von sich selber, einen Zerspiegel. Also er sieht nicht in die Weite, sondern er sieht praktisch an einen Spiegel, der ganz nah liegt. Und das Bild ist so aufgebaut, dass dann die Geländerstrukturen sich so verschränken, dass man als Betrachter nicht mehr recht Positionierung findet und der Blick dann immer wieder auf das Doppelspiel geleitet wird zwischen gespiegelten Beobachter und das Fernrohr, das völlig in eine andere Richtung verweist. Man sieht plötzlich eine Schneelandschaft, so ein bisschen im Mittelfeld der ganzen Anlage vom Bild, ist eigentlich plötzlich ein Ereignis, das sich so ins Zentrum rückt, obwohl es so weit im Hintergrund liegt. Wenn wir das erste Campbild anschauen in der Ausstellung, das ist die Baracke von außen mit der ganz kleinen Frauenfigur, relativ im Bildzentrum. Dort ist es so, dass die Komposition des Bildes sehr stark auf dem klaren Himmelsraum fokussiert ist mit Baumstrukturen, die fast eine Art Blüten assoziieren. Und dann eigentlich eine Antithese zu dieser Reinheit ist, dass im unteren Bildteil eine reine informelle Peinture passiert, wo alles nur noch über Pinselstrich und Farbverläufe und Farbflächen zu Farbflächen passiert. Also eigentlich ein höherer Grad an Abstraktion und ein höherer Grad an rein informeller Malerei ist. Und das ist im zweiten Interieur-Camp ein bisschen anders. Dort ist es so, dass das Interieur mit dieser Familienstruktur gesetzt ist. Also man sieht das ältere Paar mit dem Bub und man sieht einen blauen Spiegel, der eine Art freifloatende Fläche ist. Eine gespiegelte Fläche von einem Teil des Bildes. Und zwar nicht nur gespiegelt, sondern auch als negativ, als fotonegativ. Und zugleich gibt es einen Blick frei schon auf den Spiegel, also in dem Teil, wo gespiegelt wird, ist auch schon bereits wieder ein Spiegel, also wir sind so mit in einem Spiegelkabinett drin. Und in dem Bild ist die freie Farbfeldermalerei viel stärker fokussiert auf den Bereich im linken unteren Teil des Bildes, wo sehr, sehr patternartige, stoffartige Malerei ist, wo nicht so sich auflöst in die totale Abstraktion wie im anderen Campbild, sondern wo sie viel mehr eigentlich vielleicht auch einen Verweis gibt auf das Malen von Stoff bei einem Matisse oder so. Dann gibt es aber in dem Reiterbild gibt es auch wiederum so frei flotende, abstrakte Formen. Oder es gibt das Waldruinenstück, wenn man in die Ausstellung hineinkommt, auf der linken Seite, wo so geile, rechteckige Formen auf dem Wald und auf dem Brief oben liegen. Die haben eigentlich immer eine ähnliche Funktion. Das sind die Funktionen von Störungen, von einem Verweisen auf einen anderen Ski wieder. Also, dass ein Bild nicht einfach auf einer Ebene abgewickelt wird, sondern auf
mehreren Ebenen. Also es gibt mehrere Layers, die übereinander hineinliegen, aber das ist nicht jetzt einfach nur eine technische Lösung, sondern es ist auch eine Bildlösung. Also wie kann man ein Bild stören, wie kann man ein Bild durch eine Störung weiterbringen. Es ist immer sehr experimentell angelegt und bei diesen gelben Flecken zum Beispiel ist es so gelöst, dass die einzelnen Rechtecke nachher in sich wieder fast wie eine informelle, abstrakte Malerei sind. Also es ist nicht einfach eine Fläche, sondern sie sind einzeln sehr stark durchgestaltet. Das sieht man auch im grossen Aquarell mit den Baumstrünken, wo es als rote Flächen kommen, oder im gelben Ruinenstück, wo die rechteckigen Flächen, wo so Störelemente sind und zugleich auch Stützelemente, auf eine Art auch wieder mit einer Komplementärfarbigkeit angelegt sind zu dem stark gelben Hintergrund. Oder dann hat es das Schneebild, wo der Schneefall eine Art Störung ist, aber zugleich ist er auch sehr definiert. Wir schauen das als Schnee an. Und es ist nicht einfach irgendeine abstrakte Störung, sondern wir sehen das als Schneefall. Die Schneeflocken, die eigentlich nichts anderes sind als auch wiederum ein Layer von Irritation. Wenn ich über Experiment und Forschung rede in der Malerei, hat das immer damit zu tun, dass die heutige Position von der Malerei innerhalb von der Kunstproduktion nicht mehr einfach kann das sein, dass man sagt, es langt, wenn man gut genug Farbe auftragt, sondern dass es im Kontext mit der Historie vom 20. Jahrhundert, von der Historie von der Malerei, wo in diesen Wechselwirkungen von der Abstraktion und von der Figuration immer hin und her geschwappt sind, wo wir eigentlich heute in einer Art postmodernen oder nachpostmodernen Zeit in einer Situation sind, wo wir befreit sind von dieser Fragestellung von, muss das Bild abstrakt sein oder gegenständlich. Sondern es gibt andere Themen, wo viel, viel relevanter sind. Also gibt es zum Beispiel, und das ist da, wo ich wahrscheinlich sehr stark anknüpfe, also gibt es eine Historienmalerei, wo auch aus der Geschichte heraus Themen kann für heutige Betrachterinnen und Betrachter relevant machen. Dass das nicht quasi ein Ausdruck ist von, man weiß nicht mehr, was machen, sondern es ist, man fordert auch die Vergangenheit raus und probiert sie weiterzutreiben mit der heutigen Malereisprache, Bildsprache, die anders ist als damals. Und das ist für mich immer auch ein Ausdruck von Respekt auch für die Geschichte, für die lange Geschichte von der Malerei. Es ist ja zugleich ein Fundus, ein Schatz, und zugleich ist es ein unglaublich schwerer Rucksack als Maler, dass man nicht kann sagen, ja, ich bin jetzt der Erste, der einen Teppich auf einem Tisch oben malt, sondern dass das eigentlich so eine lange, lange, komplexe Tradition hat und man niemand kann sagen, das habe ich jetzt noch nie gesehen, das male ich zum ersten Mal, sondern man muss auch die Geschichte kennen und man muss sich mit dieser Geschichte befassen. Und je mehr man sich mit dieser Geschichte befasst, desto freier kann man auch werden und desto spannender wird es auch. Das Selbstverständnis, dass man sich bezieht auf das, was schon da war und was man kennt, dass man in den Museen sich auch bewegen kann, dass das nicht ein staubiger Ort ist, sondern ein extrem lebendiger Ort, wo das Geschichtsbewusstsein gestärkt werden kann, aber auch, wo man sich auch, wo eine Art ein Supermarché ist, wo unglaublich viel möglich ist. Ja, dass man mit Respekt daran angeht, aber auch mit Lust, mit Lust, das zu dekonstruieren, neu zu puzzeln und so. Ja, dass wir an einem Punkt da sind, wo Malerei sich viel freier kann bewegen und man viel mehr auch kann wieder an der Frage forschen, was ist eigentlich das Bild heute?
Was ist ein gemaltes Bild heute im Kontext von der Flut von der Bilderwelt, dort ja auch immer in einem permanenten, spannenden Widerspruch drin ist, als Künstler, der sich jetzt halt am Bild verschrieben hat. Einerseits schaut man sehr kritisch hin auf die immer wachsende Bildproduktion und selber ist man am Prozess beteiligt, wo immer wieder auch nochmal neue Bilder produzieren. Da können wir dann so fragen, wie verlangsamt man einen Bildfindungsprozess oder ist es spannender, wenn es ein schnelles Bild ist und so. Alle diese Fragen kann man in der Malerei auch abwickeln, oder?